Hallo ihr Lieben, hier ist die Kiria. Ich hatte gerade eine wunderbare Sitzung mit einer Kollegin aus Gran Canaria, mit der ich gerade in einer Ausbildung zusammen bin. Wir lernen gemeinsam Belief Coding und da arbeitest du an ganz vielen inneren Mustern. Das ist eine super gute Arbeit. Und dann ging es darum, neue Überzeugungen auch einzukodieren. Und dann hatte ich einen Satz, wo es darum ging, ich bin eine Königin, I'm a queen of... Und dann hat sie gefragt, ja, willst du nicht einkodieren, ich bin die Königin? Dann habe ich so reingespült und habe gemerkt, nee, ich muss gar nicht die Königin sein, the one and only. Ich kann eine Königin sein, weil ich will mich gar nicht mit den anderen messen. Da kann es ganz, ganz viele Königinnen geben. Wir können alle gemeinsam Königin sein. So fühlt es sich für mich an, dass wir miteinander Königinnen sein können. Jede kann Königin in ihrem Reich sein, in ihrem inneren Reich. Und wir können uns gegenseitig bekräftigen, bestärken und gegenseitig ins Leuchten bringen. Und das kennst du vielleicht auch, wenn du eine Frau siehst, die leuchtet, die in ihrem Leuchten, ihrem Schein ist, dann kannst du natürlich das Gefühl haben, oh, ich will das irgendwie kleiner machen. Du kannst aber auch sagen, wow, das ist so toll, dass die ihr Leuchten zeigt, dann kann ich das auch und dann kann ich mich davon inspirieren lassen und mitleuchten. Ja, und wenn auch diese Frau diese Haltung von gemeinsam, ja, eine meiner Coaches sagt auch immer, for me, for you, for us, für mich, für dich, für uns, wir machen das gemeinsam, ja, dann können wir alle leuchten und strahlen. Im Human Design kann man sehen, dass es auch Menschen gibt, die haben das ganz stark, dieses Erste sein wollen, Anführer sein wollen oder einfach die Besten sein zu wollen und das ist auch völlig okay. Für mich trifft es nicht zu, ich habe das nicht natürlicherweise, ich habe die Königin durchaus in meinem Chart drin, aber das ist kein irgendwie Herrschen über andere, sondern das ist eher ein Herrschen und Führen mit anderen und für andere. Und ja, ich lade dich ein, dich in deinem Königinsein bestärken zu lassen, inspirieren zu lassen von anderen Frauen und auch andere Frauen da anzuerkennen, wo du ihr Leuchten siehst. Das ist nämlich so schön, wenn wir auch hingehen und anderen Frauen Komplimente machen, da wo wir ihr Leuchten sehen oder wo wir sie auch schön finden. Ja, ich mache das total gerne, wenn ich das irgendwo sehe, dass mir eine Frau gefällt, wie sie strahlt in ihrem Tun und dazu möchte ich dich auch einladen, ja, dich selbst darin zu bestärken, die Königin in deinem Leben zu sein und verschiedenen Lebensbereichen und auch andere Frauen darin zu bestärken, in so einem Gefühl von, hey, wir sind gemeinsam Königin unseres Lebens. Viel Spaß damit, die anderen Königinnen zu bestärken und dich selbst.